Part Crisis 1. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, um diese wunderschöne Stelle hier. Und wir gucken mal aus der Ferne mit dem Fernglas. Da ist schon mal einer. Das ist Munition. Das ist der Störsender. Der Störsender. 82 Meter entfernt. Vorhin war gerade. Da ist noch ein Boot. Das sollten wir versuchen, schleunigst zu ignorieren. Und da ist ein Huhn und ein Koreaner Soldat. Koreanischer Soldat. Tarnfeld aktiviert. Au. Dann schleichen wir uns mal an. Crisis. Wundertolle Spielereihe. Ja, keiner. Nase juckt. Blöd. Tarnfeld aktiviert. Da wollen wir mal ein bisschen gucken. Vorsicht anschleichen. Auch schon ziemlich geil, dass das Gras sich halbwegs mitbewegt mit dem Spieler. Haben sie richtig cool hingekriegt. Energie kritisch. So, ich hab dich, Freund. Ja. Hat er nicht gemerkt. Wir sind auf der Lingshan-Insel. Tolle Insel. Wo ist das Boot? Weit weg und da sind Vögel. Und da ist noch einer. So, Freundchen, jetzt hast du gleich deine Zeit ausgedient im Militär. Tarnung aus. Nee, doch nicht. Tarnfeld aktiviert. So. Das hat keiner gesehen. Man kann auch hier die Vögel nehmen und schon auf den Gegner schmeißen. Das ist auch ziemlich witzig. Ich bin ein Jäger. Gut getan. Tarnfeld aktiviert. Natürlich ein bisschen schneller. Nomad, wir sind blind, bis Sie den Sender finden. Ich habe den Sender gefunden, aber ich will alle Soldaten niedermachen, die sich mir in den Weg stellen. Genau wie den da. Und tschüss. Und da war er weg. So. Das ist der Störsender. Ich kann ihn entweder kaputt schießen, soweit ich weiß, oder ihn einfach so deaktivieren. Dann benutze ich ihn mal. Deaktiviert. Gute Arbeit. Sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Ein Huhn. Wie süß. Okay, heute grafisch nicht mehr so detailliert, aber dennoch detailliert für die damalige Zeit. Für 2006 oder 2007. Einfach den beiden. Und tschüss. So, gehe ich bei Land oder versuche ich mit dem Boot das zu machen? Tarnfeld aktiviert. Rote Fässer, immer merken, auf rote Fässer nicht schießen, wenn man da dran ist. Nur wenn der Gegner da dran ist. Regel Nummer 1. Bei Shooter spielen. So. Mist. Tarnfeld aktiviert. So, der Fahrer ist tot. Und der Schütze auch. Mal gucken, ob ich jetzt einsteigen kann. Und Sprung. Es sieht immer noch grafisch so toll aus. Energie kritisch. Dann kannst du es hier ans Herz legen. Jawohl, einsteigen. Und das Geschütz mit ihnen und losfahren. Eine Kontrollpunkt gespeichert. Die toll. Die Landezone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Achtung, wir haben das Notsignal bis in ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Um so einen Kontrollpunkt davon zu sprechen. Okay, das mache ich. Dann haben wir noch ein anderes Boot. Nomad, laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. So. Seeschlacht. Der Gefechtsschiff ist tot und abgesoffen. Schiff versenkt. So gehört sich das doch. Okay, da vorne ist der Gefechtsstand und da gehe ich mal, dann gehen wir halt ein bisschen abnerven. Jedenfalls so viele taktische Optionen nehmen, wie es geht.
wie gesagt, das Spiel hat halbwegs, es ist nicht Open World-mäßig so wirklich, aber es hat schon massive Freiheiten für die Missionen. So. Tarnfeld aktiviert. Nomad, Sie nähern sich jetzt dem Gefechtsstand. Aktivieren Sie den Tarnmodus und schleichen Sie sich rein. Und hier geht's gleich meine Lieblingswaffe. Das wird doll. Energie kritisch. Runter. So, muss ich gleich gucken. Tarnung an. Aufstehen und gucken. Das ist das Ziel. Also da mit den Häusern. Ich muss aber hier hoch. Okay, bei dem Strand. Ist nichts. Dann kann ich die Tarnung ausmachen fürs Erste. Ich spiele das Ganze hier nochmal auf normal. Also ganz gut schaffbar. Also werde ich schon ein bisschen Gas geben. Aber ich muss bedenken, dass ich reinlaufe. Ja, reinlaufe eben. Und Tarn. Tarnfeld aktiviert. So. Da haben wir schon das nächste Opfer unserer Sache gefunden. Warum nicht eigentlich Ska? Ich habe keine Munition. Ich kann keine Munition für sie sammeln. Noch nicht. Dann nehme ich doch die KVA-Waffe. So, jetzt hast du ein zweites Arschloch, bitteschön. Ah, da vorne ist noch mehr. Shit, stirb. So. Oh. Ich war nie hier gewesen. Hey, du. Hey, kann ich jetzt Schutzschild benutzen? Du hast aber Schutzschild, wurdest du schnell ausgetauscht. Und tschüss. Tarnfeld aktiviert. Stirb. Tarnfeld aktiviert. So. Tarnfeld ist richtig geil. So, jetzt mal ein bisschen loslegen. Nomad zum Kontrollpunkt im Sprintmodus. Stirb. Oh, der hat meine Lieblingswaffe. Erstmal die Pub-Gun. Meine Lieblingswaffen, ein Shootern. Ich liebe Schrotflinten. So, Tarnung. So was Unnötiges auf mich zu ballern. Hau lieber ab, Freundchen. Und tschüss. Ah, der hat eine Pumpgun. Oder eine Pistole. Entweder war es eine Pistole oder eine Pumpgun von dem Geräusch. Ich weiß jetzt gar nicht. Da wollen wir mal gucken. Ah, der war es jedenfalls eine Pumpgun. So was Unnötiges. Ins Gesicht schießen bedeutet jeden den Tod. Bullzer für die Pumpgun, danke. Hi, wie geht's? So, reinstürmen und weg. Oh. So, Freundchen. Und da war ich tot, weil ich ihn geworfen habe. Toll. So. Aber echt eine geile Aussicht hier. Und überall sind hier so Zerstörer, Kreuzer. Ich kann mich mit koreanischen Schiffen nicht aus, falls es echte sind, falls sie sich Crytek an Originalschiffe gehalten haben. Kann sein, keine Ahnung, kenne ich nicht. So. Mal ein bisschen rennen. Ich sagte rennen. So. Prophet, ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminals an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Ich habe alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. Wunderbar. Kontrollpunkt erreicht. Dann wollen wir ein bisschen weiter latschen. Berichte haben sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kyung für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn sie dachten, das wird ein Spaziergang, haben sie sich geirrt. Kyung ist ein harter Brocken. Außerdem halten ihm seine Eliteeinheiten den Rücken frei. Eine Outfahrt, die ist auch lustig. Da
Das Ende der Mission Fakwai, die Fahrt. Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. So. Da kommt sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Die Gegner verwundern sich, wo kommt das Auto? Da ist ja kein Fahrer drin. Da war ein Fahrer drin, aber der ist weg. Bin jetzt wieder für Data. Energie kritisch. Nur ich finde, der Anzug ist besser als der Predator. Finde ich jedenfalls. Tarnfeld aktiviert. So, wo haben wir denn hier noch mehr schöne Gegner zu metzeln? Da ist ein Haus drin. Meine Energie ist durch leer. Fuck. Hey. Du. Special Force ist erfolgreich geschaltet. Mach nicht so einen Lärm, wenn ich hier rumlaufe. Ja, wenn du mit Glück hast, findest du mich vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Sowas ohne Fluss auf unsichtbare Leute zu schießen, hat euch. Hat eure Mutter nicht euch nicht beigebracht. Nichts beigebracht, höflich zu sein. Mensch. Tschüss. So. Ja, hab mich gesehen. Aber übrigens, wenn der Feind euch ein Tarnfeld trifft, geht er aus. Und verliert auch seine Energie. Mich hat er entdeckt, wo. So, und da vorne ist es eine kleine Gefechtsstellung. Kontrollpunkt erreicht. Sie nähern sich jetzt einigen KVA-Stellungen. Räuchern Sie mit Granaten aus. Natürlich erstmal schön seitlich anschleichen. Der Anfang von Quas ist ein bisschen schon cool gemacht. Aber es wird noch viel mehr spannender werden, dann glaubt mir das. Ein bisschen buggy hier. Tarnfeld aktiviert. Ups. Stirb. Stirb. Du sollst stillhalten. So. Tarnfeld aktiviert. Da ist eine schöne MG, die kann man benutzen, aber. Aber nicht selber, die kann man nicht tragen. Moment, kommen Sie sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Sie sich ansehen sollten. Worum geht's denn, Waffe? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bin unterwegs. So, So. Kritisch. Scheiße, die Granate hat mich getroffen. Soll ich zur Stellung eingehen und erobern oder ignorieren? Ach komm, ich bin doch ja kein Unmensch. Welcher von euch beiden hat die Granate geschmissen? Dass einer von euch beiden gewesen war, habe ich euch bei dir zugebracht. So, ich bin jetzt weg. So. Ach, ich bin kein Unmensch, lass sie ja mal am Leben. Ich bin ja so gütig. Der Ruf der Luxka. Oder was das auch heißen soll. Und Sprung! Ey. Und renn. Und Sprung! Es gibt so vieles, über was ich über Crysis sagen kann, aber ich will ja nicht spoilern und ja. Aber ihr dürft so lange die schöne Aussicht genießen. Die ist echt großartig. Auf PC sieht schon etwas besser aus, aber auf der Xbox One sieht es auch nicht aus. Kommentiert. So, ich bin da, Chef. Da sind sie ja endlich. Was sagen Sie dazu? Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss! Ich hab hier was! Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht. Aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja,
Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Chester hat recht.